und dass die es nicht mehr lange rausziehen. Wir sind, das Publikum ist mit ihnen reingefahren. Es war ein schöner. Ich schieß den Bomber! Er wird von einer Welle der Sympathie, Bewunderung und Begeisterung getragen, wenn er wie ein Gladiator Einzug hält in Festhallen, Konzertsäle oder wie hier in den Münchner Zirkus Krone. Er sorgt dafür, dass für ein vieltausendköpfiges Publikum in der Arena die Welt in Ordnung ist, solange er seine Musiker wie eine Dressurnummer in perfekter Qualität vorführt. Er, Ernst Mosch, der ungekrönte König der Blasorchester. Als Bub hat er in der Egerländer Kleinstadt Falkenau Milch und Brot ausgefahren. Und obwohl seine Eltern nicht mit Reichtum gesegnet waren, schickten sie den kleinen Ernst auf die Musikschule nach Oelsnitz im Vogtland. Nach dem Krieg wechselte er buchstäblich nur die Posaune unter dem Mantel über die Grenze. Ernst Mosch kam in den Westen. Da bläst ein Verrückter den Amerikanerinnen mit der Posaune in die Ohren und die Ladies sind hingerissen, spötteten die deutschen Kollegen. Über die Reeperbahn verschlug es sie nach Stuttgart in Erwin Lehns Südfunk-Tanzorchester. Wie für viele Jatzer jener Tage hing auch sein Herz an dem von den GIs importierten Big Band-Sound. Aber nach ein paar Jahren befiel ihn die sogenannte Jatzmüdigkeit. Die Amis nehmen den Jatz mit der Muttermilch auf, wir dagegen kamen ja doch immer nur bis zum Kartoffelhot, sagt Mosch. Deshalb stellte er 1956 die ersten Egerländer Musikanten mit Blech zum Blasen zusammen. Dazu Erwin Lehn, heute noch Chef des Südfunk-Tanzorchesters. Die ersten Aufnahmen, die Ernst Mosch gemacht hat, waren alles Musiker aus, oder zum großen Teil Musiker aus meinem Orchester. Und ich glaube, dass ein kleines Geheimnis seines Erfolges, dass er diese Blasmusik eben mit Jatzern, wenn man so sagen darf, machen konnte. Denn es liegt so viel Swing in seiner Musik und die kann man eben nur mit solchen Leuten machen, die von Hause aus ein entsprechendes Swing-Gefühl haben. Auf dem Bildschirm war er nur selten zu sehen. Und von fast sämtlichen Plattenfirmen kamen Absagen, als er mit den rauschenden Birken seine erste Aufnahme vorlegte. Nur einer hatte eine gute Nase, Franz Bieler, sein langjähriger Produzent. Der erste Titel hieß Rauschende Birken, das ist richtig. Und das war der Titel, der auch gleich die Millionengrenze einer Singleplatte im Verkaufsergebnis überschritten hat. Stimmt es, dass Sie dafür nur ein Trinkgeld bekamen? Das ist richtig. Herr Mosch und auch ich als Produzent haben je ein Honorar von 75 Mark für diesen Titel bekommen. Genau. Als die Birken anfingen zu rauschen, ging für Ernst Mosch die Sonne auf. Über ein Dutzend goldene und Platin-Schallplatten markieren die Stationen einer Karriere. Über 25 Jahre hinweg.
Inzwischen ist der clevere Profi nicht nur Orchesterchef, sondern auch Komponist, Texter, Produzent und Musikverleger. Ein Ein-Mann-Konzern in volkstümlicher Musik. Ein Mikrofon, das wir an seine Trachtenjoppe steckten, lässt sie den wahren, den totalen Ernst Mosch erleben. Reiß auf, das Ding, wenn ich muss, was ich muss. Mit der Egerländer Heimat verbindet sein Orchester fast nur noch das Kostüm. In seiner original Egerländer Formation spielt kaum noch ein Landsmann des Meisters. Und uns auf Hähnelein. Also pass auf, ein toter Punkt hier, nichts los, wir müssen mal ein Lied singen, ein Egerländer Lied singen wir jetzt hier. Pass auf, wenn ich von Freiham gehe. Ich fange an. Sein Umgangston mit den Musikern hat Ähnlichkeit mit dem Stil guter Regisseure, denen man ja auch ein gewisses Autoritätsbedürfnis nachsagt. Er war immer Kumpel und Respektsperson in einem. Heute geraten seine Weggefährten besonders ins Schwärmen, wenn von den guten alten Zeiten die Rede ist. Da waren wir noch per Sie und gleich per Du, das war noch bei den amerikanischen Clubs in Wiesbaden. Und da haben wir uns immer so mal getroffen, Jam-Session oder irgendwas, hat es immer geheißen, heute Abend treffen wir uns, da kommt der Mosch, da spielt er, zieht er wieder einen ab, wie man so ein Musiker Slang so spricht. Ne? Da waren wir natürlich immer sehr begeistert. Ne? War es die Liebe zur verlorenen Heimat, die Pate stand bei der Gründung der Egerländer Musikanten? Auch. Also, das wäre eine Lüge, wenn ich nicht daran gedacht hätte. Ja. Weil wir sind also, ich meine, die Musik war einfach weg. Sie müssen sich vorstellen, jetzt die ganzen Egerländer sind damit aufgewachsen mit dieser Musik. Und durch die Aussiedlung sind also der da und die ganzen Familien waren also verstreut und die Musik war weg. Wenn Sie heute in eine Kleinstadt reinkommen, meinetwegen, wo also bloß, sagen wir mal, 20 oder 30 oder 50 Egerländer sind, da ist eben die ganze Blasmusik einfach nicht mehr machbar. Wobei uns zu Hause in meiner Stadt, wo ich herkomme, aus Falkenau, allein drei große Seniorenkapellen gab und vier oder fünf Schülerkapellen in einer Stadt von 16.000 Einwohnern. Und die Musik war einfach weg und da habe ich gesagt, na gut, machen wir das wieder und machen wir mal eine Produktion. Und die erste Sendung ist gelaufen am 21. April 1956. Das war dann ein Riesenerfolg. Man hat gefragt, wer ist das und wo kann man das haben? Zusätzlich zur deutschen Liebe zur Blasmusik kam ein Käuferpotenzial von über 1 Million Sudetendeutschen, in denen der Egerländer Ernst Mosch mit seiner Musik Erinnerungen an die verlorene Heimat weckte. Aber er schießt aber hoch. Ein Showmann, dieser Mosch. Ein Magier der Musik, eine facettenreiche Persönlichkeit. Filou und Perfektionist zugleich, der alles seiner Überzeugung, seinem Verständnis von Qualität opfern würde. Was er mit dem Publikum treibt, gleicht einem Ritual. Er lässt es klatschen, andächtig schweigen, mitsummen oder im Staccato-Rhythmus der Fingerspitzen Marschmusik mit Trommeln.
Die Wirkung seiner Musik ist unbestreitbar, dass aber über 50% unserer Bevölkerung nach einer Umfrage für sie eingenommen sind, ist doch erstaunlich. Kleiner Moll. Es läuft, bitte schön aufpassen. Voll spielen. Auf den Kopf anblasen. Was gibt's? Komm, auf den Kopf. 1, 2, Vollbläser. Keine Eins und den Milz tut mir auch schon weh. Bobby, wegziehen. Weg, weg, weg. Nicht hier. Das wird zu schwer. 1, 2, voll. Das ist's. Man muss also den Aufbau sehen von meinem Orchester. Es geht also los mit den Arrangeuren. Wir sind ausgesuchte Leute. Dann kommt also in erster Linie das Arrangement, zweiter Linie das Arrangement und dann das Orchester. Jetzt stellen Sie sich vor, das sind also alles Herren, die über 40 sind, also Routiniers. Und die sagen von vornherein, also komm mal, Junge, lass mal, was hast du vor mit mir? Was willst du? Jetzt ist es meine Aufgabe, diese Herren, diese Routiniers, über 40 Jahre, so dafür zu interessieren für das jeweilige Stück, das er also gibt, ohne dass er es merkt. Und das ist bei mir der Fall. Nicht hinstellen, sind Sie davon hier, 1, 2, dann ist die Musik rausgekommen. Ich brauche diese Leute. Und wenn man sie dafür interessieren kann, dann gibt es auch was. Vor allen Dingen muss man erklären können, was man will. Es gibt keine schlechten Musiker, es gibt nach meiner Meinung nur schlechte Kapellmeister oder wie ich sage, Kutsche. Wenn sie nicht präzise ist, ist sie für mich uninteressant. Da darf kein Haar dazwischen passen, verstehen Sie? Das muss absolut sein, sodass der größte Laie oder egal wer es ist, im Konzertshaus oder auf der Schallplatte merkt, jawohl, nach 4 Takten oder nach 8 Takten spätestens, das ist er, wer der Mosch. Und das ist das Entscheidende, meine Herren, genau das. Liegen lassen, gleichmäßig stoßen, gute Stimmung und dann ist das Ding gelaufen. 1, 2. Das ist keine Eins. Das ist keine Eins. Hier ist der Kutscher. 1, 2. Er will sein Orchester wieder in den Griff bekommen. Mit Zuckerbrot und Peitsche bringt er seine Mannen nach langer Tourneepause musikalisch wieder in Reih und Glied. Die Präzision ist es, die Mosch von seinen volkstümlichen Konkurrenten unterscheidet. Die ersten 2 Takte streichen. Immer streichen. Aber ganz schnell. Den Käse da weg. Was willst du mit dem blöden Achteln da? Soll man da mit dem Ihr fangt mit der lyrischen Stelle an, mit dem Legato. Alles klar. Thomas, Zeug da. Macht da alles kaputt. Was soll der Quatsch? Nicht so hart. Schöner das Holz. Ihr müsst malen, an die Wand ein Bild malen, nicht Klarinetten spielen. Das war's, immer dasselbe, alles klar. So ungefähr. Herr Mosch, warum feilen Sie so pedantisch an Ihrer Musik herum? Wollen Sie konzertant sein? Es geht alles ganz schnell vorbei, wenn man nicht aufpasst. Dann geht es ruckzuck im Leben. Und die Sache soll ja Spaß machen. Nicht, dass man einfach was runterspielt. Und von mir, von meinem Orchester, verlangt man das. Man will das ja, gerade das Präzise, das Schöne, das Ausgereifte, das Ausgefeilte hören. Das andere können Sie überall hören. Rosamunde können Sie überall spielen. Rosamunde schenkt mein Herz und dann ja, okay, nicht? Zum Mitsingen, zum Mitgrölen. Bei mir möchte man das vielleicht anders hören. Also doch konzertante Blasmusik? In jedem Fall. Aber auch mit, hier, nicht? Mit Leben. Nicht bloß konzertant, dass es knistert im Gebälge und so. Muss nicht sein, aber einfach interessant, dass sich der Zuhörer, der da unten sitzt, sagt, schau mal, so, das und das meint er. Mit der Nummer, mit dem Stück, mit dem Satz, mit der Gruppe. Darauf kommt es mir an. Und das war überhaupt unser Erfolg. Es gibt 60 Egerländer Kapellen oder 70 oder 100 und wir sind immer noch vorn. Warum? Weil wir eben das so genau nehmen. Und nur so macht es mir Spaß. Wenn es da nicht mehr ist, höre ich auf. Sophie, Test! Was ist es? Was ist es? Wo ist das Becken? Wo ist es? Tempo, Tempo, Tempo! Komm her, mein Sohn, komm her! 9600 Blaskapellen in deutschen Landen nennt er seine häufigsten Kopisten. Und er weiß natürlich auch, dass volkstümliche Musik in gewissen Kreisen nicht unbedingt als hochfähig gilt.
Doch seine Bescheidenheit hindert ihn nicht, sich für den Besten zu halten und gelegentlich zu erwähnen, dass er mit seinen Egerländern das einzige deutsche Orchester war, das bisher in der New Yorker Carnegie Hall aufgespielt hat. Das ist kein Crescendo, meine Herren. Hör mal auf, wie ist. Das ist es. Hör mal auf, das ist es. Wie hoch der Anteil der deutschstämmigen Zuschauer bei dieser Veranstaltung war, ist allerdings nicht bekannt. Komm her mit dem Ding. Das ist toll. Kurz ist es. Das ist Nicht schlafen, im Bett schlafen wir. Das. Knochenhart will ich das. Wie ist das? Nein, kennt ihr was? Komm hier, hopp. Wunderbare Musik. Ach, die großen Egerländer, nee, was mag ich nicht. Volksmusik? Nee, was kann ich nicht ausstehen. Das ist der Egerländler Kapellmeister, der ja. Die große bekannte Volksmusikkapelle hat. Mögen Sie die Musik? Ja. Also von nicht mögen kann nicht die Rede sein. Aber es ist vielleicht der Stil, der manchmal, also mir nicht immer liegt. Man kann sie hören. Ernst Mosch und seine Egerländer, weiß ich, was das ist. Auch wenn man unsere Straßenbefragung nicht als repräsentativ ansehen kann, so fanden wir selbst unter der jüngeren Generation kaum jemanden, der Ernst Mosch völlig ablehnt. Sein Bekanntheitsgrad ist unter allen Generationen erstaunlich groß. Seine Welt sind nicht die Fernsehstudios. Mosch ist ein impulsiver Typ, ein Mann des Live-Konzerts, denn da kann er sich ungebremst entfalten, ohne sich einem gewaltigen technischen Apparat unterordnen zu müssen. Mosch gehört zu denen, die gern die erste Geige spielen. Hier im Kreise der Großen der volkstümlichen Musik, unterdessen ordnet er sich brav ein. Aber lieber ist es ihm schon, wenn das Scheinwerferlicht nur auf ihn fällt. Doch die Großen der Branche, die sich zwischen Heiderauschen und Alpenglühen tummeln, mögen ihn. Der Wetterfrosch der Volksmusik Elmar Gunsch schildert ein riesengroßes Hoch. Ich habe immer geglaubt, dass die Art von Musik, also Blasmusik, wie sie Ernst Mosch macht, eigentlich sowas ist für die Generation ab 45 bis unendlich. Ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Ich habe, wer es untersucht hat, aber irgendjemand hat untersucht, dass die Käufer von den Platten tatsächlich junge Leute sind. Ja, er hat einen eigenen Sound und seine Musik geht ebenso zu Herzen. Man hat das Gefühl, man ist in einer heilen Welt. 25 Jahre Ernst Mosch heißt 25 Jahre Erfolg. Da kann ich nur gratulieren und sagen, Millionen Menschen können sich nicht irren.
Ich bin diejenige, die immer die Musikproben macht und dass Herr Mosch uns schon öfters mit seinen Musikern begleitet hat. Und dass gute Musiker sind, können sich vorstellen, dass unsere Paarung, die Jakobs ist es und der Herr Mosch, natürlich das war, was das Zelt zum, oder diese Halle zum Beben brachte. Und so viel süßliche Zustimmung für einen Kollegen wirkt schon so, als wäre der Mosch der Herrgott der volkstümlichen Musik persönlich. Den drei Kleinen aus Sachsen fehlt noch eine Kleinigkeit an Moschs Größe. Aber eine Tournee mit der Blasmusik, das wäre doch was. Oder lieber doch nicht? Naja, Volksmusikanten sind eben nette Menschen, zumindest vor den Kameras. Hinter den Kulissen allerdings wird mit harten Bandagen um einen Platz in den gewinnträchtigen Volksmusik-Hit-Paraden gerangelt. Also unsere Hannelore ist das Kostüm, die Dame für die Kostüme. Und sie guckt natürlich, aha, heute haben sie grau oder grün. Nein, ich weiß. Ziehen wir das gleiche an. Etwa, Sie können es ja dann schneiden. Die Hannelore sagte immer zu Herrn Mosch, du süßer kleiner Dicker, dich haben wir auf dem Kieker, oder? Ich tanze so gern mit dir, lass im Kreis uns drehen. Wenn ich im Arm dich spür, ist alles wunderschön. Wir schweben durch den Raum, fühlen uns im Traum. Da lacht für uns das Glück und überall Musik. Wir schweben durch. Die fröhliche Hausfrau Barbara Rosen und der lächelnde Finanzbeamte Norman Sanders gehören zum Stamm der Egerländer Musikanten. Sie sind gewissermaßen das vokale I-Tüpfelchen des Blasorchesters. Vor Zeiten hat Mosch Liebe und Triebe selbst besungen, heute überlässt er das vernünftigerweise meistens den Jüngeren. Dafür schmiedet er fleißig und fließend Reime, die eine heile Welt beschreiben. Damit kommt er, wie er sicher zu Recht annimmt, all denen entgegen, die er zu seinen musikalischen Freunden zählt. Die Welt seiner Texte, das ist die Region der Sehnsüchte, der Romantik, des Intakten. Von singenden Ideologen, die die Welt verbessern wollen, hält er nichts. Wir schweben durch den Raum, fühlen uns im Traum. Da lacht für uns das Glück und überall Musik. Wir schweben durch den Raum, fühlen uns im Traum. Ich tanze so gern mit dir, bleib heute Nacht bei mir. Als Umsatzträger Nummer 1 hat er seiner Plattenfirma auch in schwierigen Zeiten manchen Aufwind gebracht. Mehr als 20 Millionen Tonträger in 25 Jahren. Das ist den Plattenbossen nicht nur eine Jahresgarantie von 600.000 Mark wert, da fassen sie zusätzlich gern mal tief in die Tasche und lassen ihn hochleben. Mit viel Bier auf einem Floß von Wolfratshausen nach München und einem Pulk von Journalisten, die aus ganz Deutschland eingeflogen wurden. So etwas erinnert beinahe an ein bisschen Wiedergutmachung, die teure Schiffsreise auf der Isar. Denn über Jahre hinweg fühlte sich der kostbare Egerländer von der Plattenfirma nicht hinreichend gewürdigt. Keine Frage, Veranstaltungen dieser Art gehören zum Geschäft und zahlen sich aus. Auch die beste Musik und die besten Musiker wären ohne die Lautstärke der Werbetrommel zum Dornröschenschlaf verurteilt. In Reichweite seines Herrn werden wir immer Elmar Wolf entdecken, der im wörtlichen und übertragenen Sinne die größten Spritzer vom Meister abzuhalten hat. Er organisiert für ihn, kümmert sich um die 1000 alltäglichen Kleinigkeiten und sorgt dafür, dass der Musikverlag Ernst Mosch auf dem richtigen Kurs bleibt. Nochmal! Bin ich nass. Eigentlich wollte er sie nie mehr spielen. Deshalb stand sie auch jahrelang unbeachtet in der Ecke.
die einst so geliebte Posaune. Was selten geschieht, hier macht er eine Ausnahme und probiert's noch einmal mit dem Jatz, wenn's auch nicht mehr ganz so gut klingt wie in den alten Tagen bei Erwin Lehn. Zu seinem 25-jährigen Orchesterjubiläum wurde Ernst Mosch auf Vorschlag der Sudetendeutschen Landsmannschaft durch Ministerialdirigent Helmut Hauen vom Staatsministerium Baden-Württemberg das Bundesverdienstkreuz zweiter Klasse am Bande verliehen. Der Dank des Vaterlandes hat lange auf sich warten lassen. Denn Ihre Musik ist Volksmusik im besten Sinne des Wortes und sie trägt dazu bei, dass sich alle miteinander, die diese Musik hören, verbunden fühlen in einer Grundgesinnung und dass sie den Egerländer Siegeszug weiterhin fortsetzen können. Und dazu erhält er aus der Hand des Schallplattendirektors Gold und Platin für 750.000 in wenigen Monaten verkaufte Schallplatten. Die Promotion-Zeremonie hat ihren Höhepunkt erreicht und dankbar lächelt Mosch in die Objektive der herbeizitierten Fotografen. Mai 1945 hatte Ernst Mosch der Tschechoslowakei den Rücken gekehrt. Jetzt, nach 35 Jahren, hat ihn die staatliche Schallplattenproduktion nach Prag eingeladen, in die goldene Stadt, die er noch nie gesehen hat. Man möchte ihn für Plattenaufnahmen gewinnen. Ganz wohl war ihm bei dieser Reise allerdings nicht, denn für das Visum sollte er der tschechischen Botschaft in der Bundesrepublik erklären, warum er 1945 seine Heimat in Richtung Westen verlassen hatte. Am liebsten wäre er nun gar nicht mehr gefahren. Aber es klappte schließlich doch, denn in der GSSR wollten sie endlich den Mann kennenlernen, der so viele Lieder tschechischer Komponisten spielt. Denn dass er sie spielt, bringt der GSSR hohe Tantiemen, begehrte Devisen. Man hat für ihn eine Begegnung mit den Komponisten so weltbekannter Lieder wie Rosamunde und Du schwarzer Zigeuner arrangiert. So trafen sie sich in einem Prager Biergarten und auch Jaromir Vejvoda war dabei, der 1927 mit seiner Rosamunde einen der größten Hits komponierte. Allein in der Bundesrepublik soll dieser Evergreen gute 10 Millionen Mark an Tantiemen für den tschechischen Staatsverlag eingespielt haben. Moschs Reise in die GSSR war nicht ganz ohne politisch delikate Aspekte.
Schließlich ist er mit den Egerländer Musikanten zu Ruhm gelangt und hüben wie drüben glauben viele, in ihm eine Art Galionsfigur der Vertriebenen oder ihrer Verbände erkennen zu müssen. Mancher ertappt sich wohl auch auf noch abwegigeren Gedanken. Für den apolitischen Menschen Mosch, wie er sich selbst sieht, reduziert sich das Problem auf recht einfache Weise. Ich spiele böhmische und keine tschechische Musik. Was zumindest insoweit richtig ist, als die böhmische Musikalität zu den Geheimnissen seines Erfolgs zu zählen ist. Wie dem auch sei, für 1982 möchte man ihn in Prag zu Musikaufnahmen haben. Herr Wehwoda, wann war das Rosamunde? Wann war das? Wann haben Sie Rosamunde geschrieben? Wann war das? 1927. Da war ich 2 Jahre alt. Ja. Meine Volker, wie heißt das? Fuchsgraben, nicht? Ja. Da haben sie gespielt. Ohne Atmen, die. Ja. Herr Waldorf, Herr Wehwoda, Toni, auf die Gesundheit und auf die Musik, ja? Ja, zum Wohl, schon, dass er auch Entdecker-Ehrgeiz entwickelt. Der Volksmusikstar möchte der leichten Muse unter die Arme greifen und mit seinem Einfluss will er jungen Talenten eine Chance vermitteln. Wie seinem Norman Sanders, der momentan noch Einkommensteuererklärungen bearbeiten muss, weil er bei seinen Auftritten mit den Egerländern nicht genug verdient. Ihn hat Ernst Mosch entdeckt und nun möchte er mit ihm gemeinsam auf der Schlagerschiene zu neuen Stationen fahren. Seinen Norman hält er für den Größten und so sagt er ihm auch, in eigenem Interesse, eine Riesenkarriere voraus. Rosamunde, schenk mir dein Herz und dein Ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. Rosamunde, glaub mir, auch ich bin dir treu, denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Sag ich's, fest, da muss ich fest, das ist das Tempo, das ist es. Dies, da muss ich es. Ich bin dir treu, denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Alles klar. Okay. Alles klar. Alles gut. Aus dem Egerland. In dieser Landschaft ist er aufgewachsen. Es kostete viel Überredungskraft, Ernst Mosch dazu zu bewegen, zum ersten Mal nach 35 Jahren seiner Heimatstadt Falkenau, das heutige Sokolov, zu besuchen. Vorurteile ließen ihn die Reise mit Skepsis antreten. Aber die Herzlichkeit seiner tschechischen Gastgeber half ihm sehr schnell, seine Befangenheit abzulegen.
Und so parkte der Mosch-Mercedes schließlich auch vor der Parteizentrale. Damals hatte er gerade ein Fahrrad. Bewegt erzählt Ernst Mosch aus seiner Jugendzeit. Hier war also das Zuckerwarengeschäft, Schokoladen und so. Der Guha hat er geheißen. Und da bin ich natürlich ab und zu eingekehrt, ist ja klar nicht. Da schau her. Jetzt kommt die Kirche und hinter der Kirche ist mein erster Lehrer gewesen, mein erster Musiklehrer. Das Haus müsste man also schon einmal anschauen. Meine Eltern waren einfache Leute. Mein Vater Bergmann vom Beruf und meine Mutter war in einer Kammgarnspinnerei in Zwodau. Und mein Vater hatte leider das Pech mit dem 28. Lebensjahr. Ist verunglückt im Bergwerk und seitdem war er also dann Invalide nicht. Und sie haben mich trotzdem auf die Schule geschickt mit 14 Jahren. In die städtische Musikschule nach Oelsnitz in Vogtland. Das ist unsere Straße. Wahnsinnig. So. Letzte Haus links war Familie Lippert hier. Genau. Das ist es. Da, 41. Siehst du es? Hier. Mit seinen Gedanken allein vor dem Haus, in dem er seine Jugend verbrachte. Mosch ist unschlüssig. Klingeln will er nicht und hineingehen auch nicht. Er will sich die Erinnerung nicht zerstören. Aber in Gedanken habe ich unsere beiden Hunde gesehen und natürlich auch meine Eltern, sagt er. Ich sah mich mit den Milchflaschen am Fahrrad, wie ich jeden Morgen losschoss. Vielleicht hätte man ihm diese Reise in die Vergangenheit doch ersparen sollen. Die harte Realität zerstört oft die schöne Erinnerung. Und Musiker Ernst Mosch ist schwer einzuordnen. Offenbar ungerührt von dem, was seine Arbeit an Missverständnissen und Fehlinterpretationen berühren könnte, hält er sich in überzeugter künstlerischer Verantwortung an jene Qualität, die seinen Erfolg und die Karriere des Orchesters begründet. Dieser Maßstab bestimmt die Art und Weise, wie er seine Beziehungen zum einzelnen Musiker und zum ganzen Klangkörper regelt. Mal leise, mal laut, mal zart, mal knochenhart. Seine Musiker sprechen von Faszination, die von ihm ausgehen. Und Männer, die im Musik- und Showgeschäft zu Hause sind, wie etwa sein Berater Hans R. Beierlein, ziehen den Hut vor ihm. Mosch ist verheiratet und hat drei Töchter. Aber seine Familie, sein Domizil im Allgäu, riegelt er hermetisch jede Art von Publicity ab. Zwischen dem beruflichen Rummel und seinem Privatleben zieht er einen Trennungsstrich. Auch für unsere Fernsehkamera gab es da keine Ausnahme. Nice.
Wenn Ernst Mosch etwas von Brieftauben hört, geht er meilenweit. Sie sind sein großes Hobby. Dafür ist ihm nichts zu teuer. Mehr als 200 Gurren im eigenen Haus neben seiner Allgäuer Villa. 40 davon sind Jansentauben, die bis zu 50.000 Mark das Stück kosten. Ich habe also angefangen, ungefähr vor 12 Jahren Tauben zu züchten und habe mich auf eine Rasse verlegt, die in der Welt also einmalig ist. Ab und zu erwerbe ich also eine oder zwei. Natürlich preislich sehr hart, aber eine und zwei kann ich mir also leisten. Wenn ich also an andere denke in meiner Lage oder in meinem Beruf, die sich also Bode leisten oder was weiß ich was, irgendein anderes Hobby haben, ich habe also dieses Hobby. Deswegen habe ich mir also im Jahr zwei oder drei Jansen original erworben und das seit 8 Jahren. Ich habe jetzt einen Stamm original Jansen-Damen von über 40 Stück. Es ist ein sehr teurer Sport, es hat fast mit Hobby nichts mehr zu tun, wenn man an die Preise denkt, die diese Herren verlangen. Sollte nicht sein, nach meiner Meinung. Es sollte also alles im Rahmen bleiben. Wenn man daran denkt, an das Futter, das also auch mindestens 1.000 Mark im Jahr kostet, wenn es reicht. Er kann dem Zuhörer den Eindruck vermitteln, als müsse er sich das Futter für seine gefiederten Freunde vom Munde absparen. Nun, das glaubt er wohl selbst nicht und alle anderen glauben es auch nicht. Wasser und so drum und das Erkennen und das Beobachten der Tauben ist eine ganz schwierige Sache. Aber ich sage halt so, es lenkt ab. Ich kann mich da genauso reinschaffen und reindenken wie in die Musik und vor allen Dingen kann ich abschalten im Taubenschlag. Im Jahr 77 habe ich also ein gutes Jahr gehabt. Ich bin also geflogen, vielmehr meine Tauben sind geflogen. Es wurmt ihn, dass er nur der heimliche König der Hitparaden ist und sein Publikum dürfte da ähnlich empfinden. So haben sich Ernst Mosch und seine Original-Egerländer quasi verbissen, still und leise zu Deutschlands erfolgreichsten Plattenmachern hochgespielt. Er spiele ohnehin nicht nur des Geldes wegen, sagt er, er wolle seine Fans erfreuen und selbst Spaß am Musizieren haben. Schade, auch ihn macht Geld also nicht glücklich. Bald bin ich wieder da, mein Schatz, das weißt du ja. Weil wir uns so gut verstehen, sag ich das bald. Früher gab er bis zu 250 Konzerte im Jahr. Jetzt macht er sich rarer wie eine seltene Kostbarkeit. Ob er schon mal an Aufhören gedacht hat? Seine Antwort: Solange mir bei meiner Musik noch das Mäuschen den Rücken runterläuft, wird weitergemacht. Danke, danke. Also, das ist so was. Danke, 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 danke. Das ist es. Danke, danke, danke. Ja, was ist denn los? Wie ist? Gusti. Alle wissen, danke mir. Danke, danke, danke. Argentina.